Liebe Zuschauer, die Familienunternehmer tagen zurzeit in Hannover. Heute werden dort Lars Klingbeil und Friedrich Merz erwartet. Das werden wir gleich live übertragen. Zuvor wollen wir aber hier im Studio die Lage der Unternehmen etwas genauer beleuchten. Dazu begrüße ich Professor Andreas Nölke, Wirtschafts- und Finanzexperte. Schönen guten Tag bei Phoenix. Ja, also diese konjunkturelle Situation in dieser Situation ist, um es mal deutlich zu sagen, problematisch. Offenbar wirkt sich der Krieg in der Ukraine ganz direkt aus, denn die Bestellungen bei deutschen Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sind eingebrochen um 4,7%. Wird das jetzt so weitergehen? Ich denke, solange der Krieg in der Ukraine noch anhält, wird das sicherlich so bleiben. Wir wissen ja nicht, das kann ja noch einige Monate dauern, wenn wir Pech haben. Deutschland, das Wirtschaftsmodell zeichnet sich durch eine extreme Exportabhängigkeit aus. Das heißt, alle Wirtschaften, die vom Krieg in Mitleidenschaft getragen werden, nicht nur die deutsche, werden davon betroffen. Das heißt, diese Wirtschaften können auch bei uns keine Maschinen, keine Autos in dem Maße ordern, wie sie es sonst können. Hinzu kommen die Probleme in den Wertschöpfungsketten. Der Ukraine-Krieg trägt ja auch dazu bei, zusammen mit der Situation in China durch die Corona-Abschottung, dass die globalen Lieferketten weiterhin gestört sind. Auch das ist ein großes Problem für die deutsche Industrie und natürlich auch ein Teil der Vorprodukte für die deutsche Industrie. Wir haben das gesehen bei der Autoindustrie mit den Kabelbäumen, kommt aus der, vor allen Dingen aus der westlichen Ukraine. Insofern ist das ein großes Problem für die deutsche Wirtschaft. Jetzt habe ich gelesen im Vorfeld dieser Sendung heute, dass sozusagen rund um den Jahreswechsel die Auftragsbücher überall noch voll waren. Heißt das, jetzt wird erstmal sozusagen abgearbeitet, die Bestände? Oder wie hat man sich die Situation so eines Mittelständers im Sauerland, 1500 Angestellte, vorzustellen? Ja, also auf der Auftragsseite ist die Situation noch relativ gut. Die haben also noch Aufträge für 4, 5, 6 Monate. Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Die Probleme auf der Lieferkette sind natürlich ein anderes. Denn auf der Lieferkette, wenn sie da ihre Materialien nicht bekommen, können sie nicht produzieren. Aber was die Aufträge angeht, können die jetzt die nächsten 4, 5, 6 Monate die meisten Unternehmen gut durchhalten. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die Probleme haben, strukturelle Probleme, wenn wir zum Beispiel denken an Teile der Automobilindustrie, Autozulieferer. Wenn die Autos nicht produziert werden, dann können natürlich die Zulieferer nichts produzieren. Das heißt, da könnte es schneller zu Problemen kommen. Der Wirtschaftsminister Habeck und andere Mitglieder der Bundesregierung haben die Bürger Deutschlands schon auf schwere Zeiten eingestimmt. Der ganze Prozess, auch der Umstellung der Energieversorgung und so weiter, würde nicht ohne Folgen bleiben, auch was unser aller Einkommen angeht. Wie schlimm wird es denn werden? Naja, das hängt natürlich unter anderem davon ab, wie lange der Krieg weitergeht und ob wir noch stärkere Sanktionen ergreifen, beispielsweise im Energiebereich. Sollten wir uns entschließen, irgendwann zu einem Gasembargo, dann würde es definitiv eine Rezession geben, also einen ganz klaren Rückgang der Wirtschaftsleistung, sicherlich auch zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wenn es sozusagen nur in Anführungsstrichen um eine Fortsetzung des Krieges geht, weitere Störungen der Lieferketten, die dann irgendwann mal hoffentlich auch durch eine Besserung der Situation in China verbessert werden, dann wird die Wirtschaft noch leicht weiter wachsen. Also ich sehe jetzt noch nicht zwangsläufig einen deutlichen Einschnitt bei unserem Lebensstandard. Aber wie gesagt, ein Gasembargo könnte da durchaus die Situation ändern. Jetzt haben Sie schon öfters das Wort Lieferketten in den Mund genommen. Das wird ja immer beschrieben auch als Riesenproblem, nicht nur von Ihnen, sondern quasi von allen Experten. Ja, was resultiert denn jetzt daraus? Ich meine, Corona ist ja schon 2 Jahre in der Welt. Das Problem aktualisiert sich jetzt gerade wieder. In China quasi ein Lockdown, wenn man so will. Da liegen Hunderte von Schiffen vor Shanghai und warten darauf, gelöscht zu werden. Welche Konsequenzen muss denn dieses Gemeinwesen hier daraus ziehen? Also ich denke, das Gemeinwesen, aber auch die Unternehmen ziehen schon entsprechende Konsequenzen. Das Stichwort heißt Diversifizierung der Lieferketten. Nicht? Im Augenblick oder in den letzten Jahren hat die deutsche Industrie sehr stark darauf gesetzt, möglichst billig Vorprodukte zum Beispiel aus China zu bekommen, generell die Kosten sehr stark zu drücken, um dann sozusagen natürlich auch gut zu verdienen. Die Industrie ist, glaube ich, hat jetzt realisiert, dass diese Strategie an ihre Grenzen stößt. Man muss mehr Geld ausgeben, indem man sagt, okay, wir holen jetzt nicht alle
alle unsere Vorprodukte aus China, sondern wir holen uns auch welche, sagen wir mal, aus Osteuropa, vielleicht auch aus Mexiko, anderen Weltregionen. Das heißt, die Industrie muss diversifizieren. Das dauert natürlich. Verträge sind für längere Zeiten geschlossen. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Die Logistik muss umgebaut werden. Naja, und auf der Seite des Gemeinwesens, der Regierung, geht es natürlich darum, die Industrie in diesem Kontext zu unterstützen. Wir sehen das ja gerade bei den Energieinfrastrukturen. Aber ich denke, dass das große Thema in nächster Zeit wird sein, diese Art von Diversifizierung. Wir werden keine Autarkie erleben, aber wir werden sehen, dass zum Beispiel einerseits die Märkte, aber auch die Produktionsbereiche in unserer Nähe, sagen wir mal in Osteuropa, hoffentlich auch in Südeuropa, wichtiger werden. Jetzt wollen wir ja gleich aus Hannover dieses Treffen der Familienunternehmer übertragen. Das ist der zweite Tag dieses Treffens. Und gestern wurde dort gesagt, dass das Problem Fachkräftemangel also fast vergleichbar ist mit den Auswirkungen wie das Problem Energiepreise und andere. Das ist ja schon lange so. Da fehlen ja unglaublich viele Fachkräfte in der Industrie und in der Wirtschaft überhaupt. Was hat sich denn da geändert an staatlichen Handeln in den letzten Jahren? Na gut, also einerseits dieses Fachkräfteproblem wird in den nächsten Jahren noch größer werden, nicht? Denn wenn die geburtenstarken Jahrgänge ausscheiden aus dem Arbeitsleben, dann wird man noch mehr Leute brauchen. Es ist bekannt, aber man hat noch nicht so sehr gehandelt. Wir müssten natürlich hier bei uns, gibt es ja noch große Reserven an potenziellen Fachkräften, man könnte noch viel stärker in Bildung, Ausbildung investieren. Die Industrie hätte es, glaube ich, lieber Fachkräfte aus dem Ausland zu importieren, die schon fertig ausgebildet sind. Das stößt aber bei uns natürlich auch auf bestimmte Widerstände. Wie sieht es mit energiepolitischen Akzenten aus, die ja immer wieder genannt werden, auch gestern von Wirtschaftsminister Habeck? Das ist Wasserstoff als alternative Energieträger zu Gas und Öl. Er hat gestern beschrieben, dass da quasi die Geschäftsleute an der Küste, wo er gestern war, in Wilhelmshaven Schlange stehen würden, um mit ihm darüber zu reden. Wie sieht es denn da aus? Ist das also noch im Stand der Utopie oder läuft da wirklich was? Naja, das ist noch ein bisschen früh, aber ich denke, das ist eine sehr gute Richtung der Entwicklung, dass wir diese Krise jetzt nutzen, um sozusagen mit allem, was möglich ist, alternative Energieinfrastrukturen aufzubauen. Energieinfrastrukturen, die eben nicht das Klima so stark belasten. Da ist die Wasserstofftechnologie sozusagen das übernächste Thema. Das beginnt gerade, aber das findet auf der Welt noch nicht im so großen Maßstab statt. Aber ich denke, in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren oder so wird sich da einiges tun. Da es lange dauert, die Infrastrukturen aufzubauen, ist es natürlich sinnvoll, das jetzt schon mal anzugehen. Ich denke, kurzfristig sind die regenerativen Energien dann noch wichtiger und ganz kurzfristig die Versorgung mit Flüssiggas. Vielen Dank bis hierhin, Herr Professor Nolke.